Kleider, gleich los, ich habe eine Hochzeit. Ich mach's. Gehen wir noch mehr voranfangen. Es läuft hervorragend, muss ich sagen. Ist ja immer so bei unserem Film, es gibt immer da Schwierigkeiten, da, was nicht stimmt oder was. Aber wir sind da eigentlich zum Glück ziemlich verschont. Aber auch dank, muss ich sagen, wir haben ja sehr viele Komparsen, jetzt auch hier in Grand-Görgen, wo die ganze Umgebung eigentlich mitspielt. Die sind einfach anders, wenn ich jetzt sage, das geht jetzt nicht, die Stadler geht es nicht unbedingt, aber die sind einfach anders, die sind mit einer Liebe und Seele und das macht einen Spaß dabei. Und die sind eigentlich alle überrascht, was sie sehen eigentlich. Und das habe ich auch so festgestellt in letzter Zeit, dass die alle sagen, ja, das haben wir ja gar nicht gewusst, wie jetzt hier arbeitet. Also, dass da nicht jetzt so da den ganzen Tag gelacht wird oder sonst was, das ist eigentlich eine ganz harte Arbeit und wir haben keine Sekunde, wo Stillstand ist, außer der Mittagspause und da geht es auch schon wieder zu. Also ist das schon eine Arbeit, was die nicht so kennt haben, weil die sagen, okay, da sehe ich 2 Minuten im Film, da brauchen die 3 Tage dafür. Aber das finde ich toll. Wo ist denn? Da haben wir gedacht, jetzt packe ich es nochmal. Vielleicht können sie mich brauchen. Und dabei haben sie mich doch brauchen können als ländliche Dame. Ja, das ist schon ganz irre. Also besonders nach dieser Kostümprobe, man hat einen Haarschnitt gekriegt und der Bart ist ein bisschen gestutzt worden und dann steckt man da in diesen Klamotten und schaut plötzlich aus wie vor 60 Jahren. Ganz praktisch, gell, dass man so in die 50er Jahre so einen Undercut ein bisschen gehabt hat. Gell? Also eigentlich sollten wir immer um 8 einschlafen, aber also es war wirklich, ich war wirklich mega aufgeregt die Nacht und ich konnte wirklich fast eigentlich gar nicht einschlafen. Schlussklappe? Ja, es war wirklich super cool. Also, was soll ich eigentlich sagen? Also, es war wirklich. Besser könnte es eigentlich gar nicht mehr sein. Also, naja, stolz bin ich einfach. Können wir nochmal irgendwas sehen? Machen wir die Hanna Dreh fertig, bitte? Uli Herbig macht das als Bandelgrammer natürlich hervorragend, muss ich sagen. Und wer es natürlich auch hervorragend macht, ist natürlich auch unsere Überraschung, muss ich sagen, ist der Happy Kerkeling, wisst ihr wahrscheinlich alle, der den Teufel spielt. Und das Schöne war, wo ich nicht wusste, ob er das spielt. Und dann habe ich das Drehbuch geschickt und gesagt, 2 Tage später liest es, das sagt man dann Bescheid. Und ich bin irgendwo, steige gerade in mein Auto, muss ich mein Handy rausholen. So, und auf einmal klingelt es, dann tue ich mein Handy raus, dann sehe ich Kerkeling. Dann habe ich mir gedacht, ich schmeiße das Handy weg, weil ich nicht wusste, was jetzt kommt. Da steht drauf dann, lieber Josef, ich bin dein Teufel. Wenn ich mich ärgert, dann sage ich immer, das ist das Letzte. Das tue ich mir nicht mehr an. Den ganzen Krampf brauche ich nicht mehr. Und jetzt geht es ja schon langsam schon wieder zum Schluss hin. Ja? Dann sagt man sich, mei, was tue ich denn daheim eigentlich? Eigentlich müsste man schon wieder was machen. Ja? Also das ist immer so ein Zwieding, aber im Endeffekt ist es so, wenn man gesund ist oder wenn es einigermaßen geht, auch im höheren Alter, dann sage ich nicht, nein, bin ich dann nur was machen, weil mir geht es gut, dann mache ich wieder was. Obwohl ich mich trotzdem ärgert, dass ich dann was mache. Und nur höflich sein. Servus. Dann geht am besten nach hinten rauf. Wo gehen wir hin?